Wäsche, Wäsche, Wäsche. Ich muss heute dringend Wäsche waschen. Und ich bringe dir Worte bei, um Wäsche zu waschen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute möchte ich über das Wäsche waschen sprechen. Wäsche, das sind Kleider, die dreckig sind, also schmutzige Kleider. Und mit Wasser wollen wir sie waschen und wieder schön machen und frisch. Deshalb werde ich jetzt meine Wäsche waschen und dir erklären, was ich mache. Wäsche waschen tun wir im Keller. Ich habe meine Waschmaschine im Keller. In Deutschland haben manche auch die Waschmaschine in der Küche oder im Badezimmer oder in der Waschküche. Es gibt eine Waschküche, wenn es ein großes Haus ist mit vielen Wohnungen, dann gibt es ein Zimmer im Keller. Und das ist kein Keller, sondern eine Waschküche. Und dort gibt es viele Waschmaschinen und Trockner. So, Licht. Genau, und hier ist unsere Waschmaschine. Hier, das ist unsere Waschmaschine, das ist unsere Waschküche. Und hier, die Türe auf, und hier müssen jetzt muss die Wäsche rein. So, genau. Wir waschen oder ich wasche heute dunkle Wäsche. Das heißt, alle Wäsche ist blau oder schwarz. Keine helle Wäsche, sondern alles ist dunkel. Also, die Waschmaschine ist voll und die Türe können wir zumachen. Jetzt. Und der Waschkorb ist leer. Der Waschkorb ist leer und die Waschmaschine ist voll. Jetzt brauchen wir noch hier Waschmittel. Also Waschmaschine, Wäschekorb und das Waschmittel. Das hier ist Waschmittel und das hier ist Waschpulver. Hier kannst du sehen, es ist ein Pulver, das Waschpulver. Und das hier ist kein Pulver, es ist flüssig. So. Genau. Und hier das Waschmittel kommt in die Waschmaschine. Sehr gut. Und auch hier wieder zumachen. Und die Flasche zu schrauben, das brauchen wir nicht mehr. Gut, jetzt können wir die Waschmaschine anmachen. Genau, und hier stehen die Programme. Wie heißt das Programm? Ich möchte dunkle Wäsche waschen. Und wo steht dunkel, dunkel, dunkel? Hier, dunkle Wäsche. Dunkle Wäsche. Wir haben auch weiße Wäsche, das ist helle Wäsche. Aber, oder hier bunte Wäsche. Aber ich möchte dunkle Wäsche waschen. Also stellen wir hier diesen Knopf auf 12. So, 12. Sehr gut. Und hier sehen wir die Temperatur. Nein, das ist die Zeit. Aber die Temperatur 30 Grad. Das stimmt. Und hier, das ist die Uhrzeit, 1 Stunde und 10 Minuten. So lang braucht die Waschmaschine. Mehr brauchen wir nicht. Wir können auf Start drücken. Wenn die Wäsche fertig ist, ist die Wäsche nass. Aber die Wäsche soll trocken sein. Also müssen wir die Wäsche trocknen. Die Wäsche wird gewaschen und danach wird die Wäsche
aufgehängt. Wir hängen die Wäsche auf zum Trocknen. Zum Beispiel auf einem Wäscheständer. Das hier ist ein Wäscheständer. Hier können wir die Wäsche zum Trocknen aufhängen. Das hier ist keine dunkle Wäsche, das ist helle Wäsche. Und sie ist nicht nass und nicht trocken. Wir müssen noch etwas warten. Und dann können wir die Wäsche abnehmen oder abhängen und zusammenlegen und in den Schrank räumen. Genau, das hier ist eine Wäscheklammer. Wir können mit der Wäscheklammer die Wäsche aufhängen. Manche Leute haben auch eine Wäscheleine. Es ist wie eine Schnur oder ein Seil und dort können sie die Wäsche aufhängen. Manchmal hänge ich auch die Wäsche auf den Balkon oder ich hänge sie auf der Terrasse auf und dann kann die Wäsche trocknen und danach haben wir wieder frische Wäsche und können unsere Kleider wieder anziehen. Also das ist eine Wäscheklammer, der Wäscheständer. Hier haben wir den Wäschekorb, die Waschmaschine und Waschpulver, das Waschmittel und hier natürlich ein Waschbecken. So, das war's. Jetzt müssen wir warten, bis die Wäsche gewaschen ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast etwas gelernt. Ich finde es toll, dass du Deutsch lernst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützt, die Videos teilst oder ein Patreon wirst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Deutschlernen und wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Tschüss!